Josephine Böttner, gehe aufs Sonnenlenden-Gymnasium, bin 18 Jahre alt und eine der Chefredakteurinnen der Penny Lane. Ich finde, dass die Penny Lane besonders ist, weil wir in der Redaktion Schüler aus allen Jahrgängen vertreten haben und dadurch zum einen die Interessen aus allen Jahrgängen in unserer Zeitung zeigen, aber auch eine große Vielfalt an Texten haben. Ich gehe in die 4. Klasse, ich bin 9 oder 10 Jahre alt. Also Karlchen ist ein Marienkäfer. In unserem letzten Heft war der Thema Angst und Mobbing. Wir verkaufen an Schüler. Also in Hofpause und manchmal in die Schule. Und wer am meisten verkauft hat, kriegt einen kleinen Preis. Mein Name, mein Alter, John Lennon und Chefred. Okay. Also es gab auch Momente, da habe ich mich mehr auf die Schülerzeiten konzentriert als auf die Schule. Aber ja, am Ende hat sich das alles ausgezahlt. Ich könnte also zum Beispiel zwei haben eine Aufgabe, also meine Partnerin, die macht von einem die Aufgabe und ich mache von der anderen die Aufgabe. Dann wechseln wir uns ab. Also ich male und sie schreibt, dann schreibe ich und sie malt. Man saugt es natürlich auch in sich hinein, also man denkt wirklich nach darüber, was hat der andere einen wirklich erzählt, was hat er versucht einen zu vermitteln. Und dieses Gefühl, was auch einfach rüberkommt, dieses Aneinanderkommen, dieses Aufeinandertreffen, das ist halt einfach das Tolle, was man dann auch in ein Interview bringen kann. Aber schon Journalistin ist schon so der Traumwunsch, dass man halt